Frühling 2022 anschauen, und zwar einen astrologischen Blick darauf werfen, welche Situation wir da haben. Und da beginnen wir auch gleich. Und zwar ist es folgendermaßen: Wir haben also jetzt hier die Sonne im Zeichen Widder. Das markiert immer den Frühlingsbeginn. Also die Sonne, der Ingress, der Eintritt der Sonne in den Widder, der zeigt sich hier. Und das ist genau der festgehaltene Moment, den man dann genauer untersuchen kann. Die Sonne ist ja nur ein Teil, ein wichtiger Planet, aber ein Bestandteil dieses gesamten Komplexes hier im Universum. Und die Sonne bringt hier im Widder dann den Frühling und dann einen neuen Zeitabschnitt. Und so kann man dann sagen, was sich jetzt hier ganz speziell im Frühling zeigen wird und welche Betonung wir da haben. Und interessant ist ja, also wir haben ja den Tierkreis hier außen dargestellt mit den einzelnen Sternzeichen. Und der Widder ist ja das erste Zeichen hier. Und wenn die Sonne da eintritt, dann ist sie ja quasi, hat sie gerade das Fischezeichen verlassen und der Winter endet. Und interessant ist vielleicht auch in diesem Zusammenhang, dass in den Fischen ja Visionen vielleicht stattfinden. Also alles ist so ein bisschen ja zwischen den Welten geblieben. Man ist ja introvertiert an dieser Zeit, zieht sich mehr zurück. Und jetzt, wenn die Sonne dann in den Widder geht, bringt das dann neue Energie, Vitalität. Man möchte sich ausleben. Die Triebe werden wach. Es ist ja immer so die Sturm- und Drangzeit auch. Alle gehen raus und wollen wieder neue Dinge anpacken, neue Initiativen starten. Und in den Fischen sind also vielleicht Visionen entwickelt worden in diesen Wochen. Und im Widder werden die dann umgesetzt jetzt. Und außerdem ist auch noch sehr interessant, finde ich, in den Fischen zeigen sich häufig Grenzüberschreitungen. Das ist ein Zeichen, wo alles miteinander verbunden ist. Deswegen werden Grenzen oft nicht akzeptiert. Und so kann es natürlich dann zu Kriegen führen. Und die Sonne im Widder befindet sich dann im Zeichen des Kriegsgottes. Also das Zeichen Widder wird ja hier von Mars beherrscht. Und Mars ist ja der Kriegsgott. So, hier unten ist er, ein bisschen besser dargestellt. Und das ist dann natürlich eine Energie, die hier sich auch zeigen könnte, gerade im Kontext der aktuellen Situation, die wir hier auf der Welt erleben, die sich ja hier zuspitzt in der Ukraine. Und das ist auch ganz interessant. Wir haben also hier Parallelentwicklungen. Einerseits haben wir starke Friedensenergien, aber halt auch kriegerische Energien. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja immer so, ist es aber nicht. Also wir haben ja zum Beispiel also gerade in diesen Regionen dort in der Ukraine seit 2014 ist dort ja eigentlich Krieg und keiner ist interessiert. Und jetzt haben wir aber eine ganz andere Situation. Jetzt sind alle betroffen, und gehen auf die Straße und demonstrieren für den Frieden. Und das ist also schon eine ganz andere Situation. Also deswegen haben wir hier eine Parallelentwicklung, die sich hier zeigt, mit einer starken Betonung in den Fischen. Fische ist ja das Zeichen des Friedens. Und wenn man sich jetzt diesen Moment genauer anschaut, dann kann man gucken, worum geht's da? Das nennt man hier den Aszendenten, die Veranlagung, was hier in die Welt möchte. Und das ist im Zeichen Jungfrau in der Steinbock-Dekade, wenn man es genau nimmt. Und das Zeichen Jungfrau, da geht es erstmal um Gesundheit, Arbeit und Alltägliches, aber auch um die Anpassung. Also das sind wichtige Themen, wichtige Bereiche. Man schaut aufs Detail und es geht hier um die Anpassung und dann kann man halt gucken, wo ist der Herrscher des Jungfrauzeichens. Da arbeite ich mit zwei Herrschern. Also der klassische Herrscher ist Merkur und der modernere Herrscher hier ist Chiron. Und wenn man das interpretiert, beides, dann kann man also erstmal sagen, es geht hier um die Anpassung, die mit Merkur im siebten Haus, das ist der Bereich der Begegnung. Also es gibt ja in der Astrologie immer die Häuser und diese Häuser, also 12 Häuser. Und die Häuser bezeichnen also die Bereiche, in denen etwas stattfindet. Also jedes Haus steht für einen Bereich und das siebte Haus ist das Bereich der Begegnung.
des Miteinanders, auch der Feinde. Und man begegnet hier sich friedlich, weil es von den Fischen angeschnitten ist. Und man möchte also Frieden, und Merkur beschreibt ja auch die Gedanken, den analytischen Verstand hier. Man möchte Frieden, man denkt über Frieden nach, es kommt auch zu Friedensverhandlungen in der Zeit. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Hier viele Gespräche, Jupiter ist noch mit dabei. Also weltweit ist das hier eine Situation, die hier mit Merkur, Jupiter, also globale Friedensgespräche bringen kann, den Sinn von Frieden auch dokumentiert und auch, also kollektiv, aber auch individuell sehr viele spirituelle Energien bringen kann, spirituelle Erkenntnisse, den vielleicht auch im besten Fall, also die ja, Wiederanbindung an das Göttliche. Also dass wir Menschen haben uns zu weit entfernt vom Göttlichen, und deswegen haben wir hier jetzt quasi die Rechnung global auf der Welt. Und also man muss wieder zu sich selbst zurückfinden und das Göttliche in sich selbst finden. Und in der Begegnung ist also hier das Spirituelle, das Friedliche, sehr markant betont mit Merkur, Jupiter. Und wenn man jetzt den neuen Herrscher Chiron nimmt, dann beschreibt das hier ja Anpassung an kriegerische Situationen, an kriegerische, ja, Besitzansprüche, könnte man vielleicht auch sagen, weil das ist hier das achte Haus. Das ist der Bereich der Krisen, der gemeinsamen Werte und der gemeinsamen Besitztümer. Und der Chiron ist ja hier im Zeichen Widder auch und beschreibt, also Chiron ist auch das Heilungs- und Verletzungsgestirn und beschreibt also hier die Chance für Heilung, aber beschreibt halt auch Verletzung, kann auch so im Extremfall hier ja tödliche Verletzungen beschreiben, die aber auch im Zusammenhang mit der C-Geschichte, also der Krankheitsgeschichte und mit den Injektionen zusammenhängen. Also das wäre auch denkbar. Also das sind schon sehr unterschiedliche Szenarien, die aber beide natürlich auch wieder hier parallel laufen könnten. Und dann haben wir hier die Sonne, die sich hier ja zeigt, wie gesagt, also Ende vom siebten Haus hier. Kann man auch schon leicht ins achte rüberziehen. Also ich interpretiere jetzt hier mal beides. Also das heißt, die Sonne beschreibt, wie jetzt diese Veranlagung, diese Anpassung stattfinden kann ja, wo man sich verwirklichen soll, und zwar in der Begegnung. Über gemeinsame Werte auch. Also das heißt hier Gespräche über gemeinsame Werte, Begegnung, Austausch, neue Initiativen, die dann sehr friedlich sein können, und weil wir in der Begegnung hier, wie gesagt, diese starken Friedensenergien haben und die hier vielleicht ja gemeinsame Finanzen auch betreffen, individuell oder kollektiv. Und das ist hier also die Thematik, über die man hier in die Verwirklichung kommt. Und als Ergebnis haben wir hier, als Ziel oder Ergebnis haben wir hier das Zeichen Zwillinge und den Merkur ja in der Begegnung als Herrscher der Zwillinge. Und das bringt also die Betonung von Kommunikation, von Gesprächen, vom Dialog, der erforderlich ist, um hier in den Frieden zu kommen, und beschreibt also hier die Möglichkeit für alle oder für dich jetzt individuell auch, dass man hier über ja sehr schöne empathische Situationen, Gespräche, Gedanken hier miteinander friedliche Lösung finden kann. Also die Chance für friedliche Lösung ist hier sehr, sehr schön. Und weiterhin aber ist natürlich, also interessant ist dann auch, die Sonne markiert ja immer das männliche Prinzip und der Mond das weibliche, und die Sonne im männlichen Prinzip beschreibt also hier quasi diese kämpferische Einstellung natürlich, Willensdurchsetzung, und der Mond befindet sich hier, das weibliche Prinzip, auf dem letzten Grad in der Waage, also nochmal eine ganz starke Betonung von Harmonie, von Frieden, von Ausgleich, ist also kurz davor, hier in den Skorpion einzutreten. Und befindet sich hier exakt an der dritten Hausspitze. Und das ist der Bereich der Kommunikation, des Handels, des näheren Umfeldes. Also sehr viel weibliche, friedliche Energien, die hier parallel stattfinden und die hier auch eine große Betonung haben. Und das Ganze in Spannung zu Pluto,
der im Zeichen Steinbock sich noch befindet hier. Und das zeigt, also Mond ist nicht nur, sind nicht nur weibliche Kräfte, sondern beschreibt auch immer das Volk und die Sonne, die Herrschenden, die Regierenden. Und die Regierenden sind egoistisch im Widder, sind vielleicht auch, ja, stehen hier für die Kriegsenergien und das Volk steht hier für den Frieden. Also man kann sagen, Volksvertreter haben wir hier nicht, wenn die Situation sich nicht ändert, sondern wir haben hier von Lobbyisten und von anderen Interessen hier gesteuerte Personen, die hier regieren. Denn das Volk möchte Frieden und das Ganze in Spannung zu Pluto. Und Pluto ist Manipulation, Pluto sind Machtkämpfe und sind Kontrollen, die vom Staat hier durchgeführt werden im Zeichen Steinbock. Also staatliche Macht und staatliche Vorstellungen stehen hier in Spannung zu der Bevölkerung. Also dann nochmal ein ganz kurzer Blick hier auf Mars und Venus. Also Mars ist ja der Herrscher von der Sonne, weil die Sonne im Zeichen vom Mars im Widder steht. Und Mars befindet sich hier zusammen mit Venus und das beschreibt also auch, dass hier eine unberechenbare Situation ist, was jetzt einerseits Beziehungen betrifft auch im Individuellen, aber also wir haben hier auch natürlich eine starke erotische Kraft mit der Sonne im Widder. Aber wir haben hier halt auch, wie gesagt, starke ja, Beziehungskonflikte vielleicht auch im Großen und im Kleinen und kann natürlich auch kriegerische Energien anzeigen und Finanzkriege auch betonen. Das ist hier auch denkbar. Also das sollte man auch bedenken. Das spielt auch eine Rolle. Da könnte man natürlich wieder noch viel sagen. Freiheit befindet sich hier im Ausland. Also das ist jetzt auf Berlin hier bezogen, das Horoskop. Uranus im 9. Haus zeigt also eine Veränderung, vielleicht auch im Ausland. Und dann habe ich nochmal eine zweite Folie hier mit Asteroiden mit dabei, die nochmal ein bisschen das betonen können. Die Situation in der Begegnung haben wir die Asteroiden Frieden, Slaven und Angel. Das heißt also eine sehr starke Friedensenergie, eine sehr spirituelle Energie, die Unterstützung von den Engeln vielleicht auch, wenn du dich nach oben wendest. Und Slaven, das zeigt uns aber auch hier Begegnungen mit, vielleicht mit Auflösung von Sklaverei oder mit grenzenloser Sklaverei. Also diese Sklaventhematik und Wirtschaftskriege, die Eliten, die hier gegen die Bevölkerung arbeiten, das ist hier auch klar sichtbar. Dann haben wir den Mars hier, den ich eben angesprochen habe, zusammen mit Lai, dem Asteroid für Lügen. Also das heißt hier Beziehungslügen, Kriegslügen, Finanzkriegslügen vielleicht auch. Dann haben wir Pluto mit Germania, also sehr viel Druck und Kontrolle lastet hier auf Deutschland. Europa und Russland stehen hier zusammen in der Waage. Also man ist vielleicht hier in der Option für friedlichen Austausch. Österreich und Amerika sind zusammen hier, also etwas entfernt Ukraine ist noch mit dem dunklen Mond zusammen. Also die Situation von der Ukraine wird mit dem dunklen Mond als schwierig dargestellt. Und Austria und Amerika, also Österreich und Amerika, sind im Krebszeichen, also hier verbunden auch. Also interessant, vielleicht gibt es da eine starke Verbindung zwischen Österreich und Amerika gerade aktuell, die hinter den Kulissen stattfindet. Ansonsten beide im Krebszeichen sind, hier ist eine Betonung von introvertierten Energien. Also vielleicht haben sie auch mit eigenen, ja, Befindlichkeiten zu kämpfen. Und dann auch noch hier interessant vielleicht, Liebe und Veritas. Also es geht hier sehr viel um die Wahrheit in der Liebe in dieser Zeit im Frühling. Also die Wahrheit der Liebe, die in Spannung steht zu Lügen in Beziehungen, die Streit und Kriegsenergien hier mit Lügen und der Venus zusammen, also die Herausforderung, Diplomatie und Willen zu vereinen vielleicht. Ja, wieder viel zu sagen, viele interessante Einblicke, wie ich finde. Ich hoffe, es konnte hier ein bisschen was erhellen für diese Zeit, dass du ein bisschen was mitnehmen kannst. Sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Freue mich über Liken, Teilen, Abonnieren. Mein Angebot findest du auf apolloastro.de. Ja, dort kann man mich gerne über das Kontaktformular anschreiben. Ja, alles Gute und einen schönen Frühling. Tschüss.